Herzlichen Dank, Herr Präsident, liebe SVP, meine Damen und Herren. Nun, die Initiative hat das für sich, dass sie ein Problem ganz klar aufgreift. Und das Gegenprojekt hat eine Antwort, nämlich eine schnelle Antwort, der Gegenvorschlag. Und was ich sagen möchte, schon einleitend, ist, es geht nicht darum, für oder gegen Pflegende zu sein. Überhaupt nicht. Sondern wer für die Pflegenden ist, die Krankenpflegerinnen und Pflegenden, muss den Gegenvorschlag unterstützen, denn wie ich gesagt habe, der bringt eine schnelle Lösung, die schnell umgesetzt werden kann. Natürlich, wir haben gesehen, dass diese Initiative jetzt zu einem Zeitpunkt kommt, wo wir Stürme hatten, die Covid-Krise hatten, und wir danken von ganzem Herzen, dass sich alle Pflegenden so stark eingesetzt haben, um die Patientinnen und Patienten in dieser Covid-Krise zu unterstützen. Natürlich gab es da eine große Überlastung und viel Druck auf Sie, und wir sind sehr dankbar für die von Ihnen geleistete Arbeit. Aber nochmals, die Initiative, über die wir heute debattieren, ist nicht die richtige Antwort und wird auch nicht sofort umsetzbar sein, sondern es wird Jahre brauchen, meine Damen und Herren, bis da eine Lösung gefunden werden kann mit dieser Initiative. Und Sie wissen es, denn wir sind oft auch das Opfer davon geworden, das Parlament kann sich dann schnell wieder wegwenden von einer Initiative und manchmal wird es dann noch schlimmer. Wogegen hier der Bundesrat und das Parlament dieses Problem sehr zu Herzen genommen haben und einen Gegenvorschlag ausgearbeitet haben, der auf genau diese wichtigen Punkte eingeht, die die Initiative aufgreift, denn es gibt drei wichtige Punkte. Der erste ist, es braucht Ausbildung von mehr Pflegenden und eine bessere Ausbildungsentschädigung. Der zweite Punkt ist, dass es klare Rahmenbedingungen geben soll in dieser Initiative, die sagt, es braucht auch mehr Bundeseinsatz. Und der dritte Punkt ist, dass wir ganz direkt die Krankenkassen belasten. Und hier ziehe ich Ihre Aufmerksamkeit auf diese 40.000 Pflegenden, die dann direkt die Krankenkassen belasten könnten. Und auf diesen Punkt möchte ich zuerst eingehen, denn die Kosten der Versicherung ist etwas, das uns sehr beschäftigt bei der SVP. Es geht um die Kaufkraft der Bürgerinnen und Bürger. Wenn die Krankenkassenprämien steigen, steigt ja diese. Und da gibt es eben auch ein Risiko mit dem Gegenvorschlag. Aber der Gegenvorschlag ist zumindest ganz klar, was es dann geben würde und hat eine Überwachung dieser Kosten vorgesehen. Und deshalb hoffen wir, dass es nicht zu einer Verteuerung der Gesundheitskosten kommt damit. Nun, die Ausbildungsinitiative, damit es mehr Pflegekräfte gibt. Was sieht der Gegenvorschlag dazu vor? Wie gesagt, der Gegenvorschlag gibt auf diese wichtigen Punkte eine Antwort. Der Bundesrat hat 1 Milliarde Franken vorgesehen für die Ausbildungsinitiative oder Offensive. Wenn wir uns überlegen, wohin das Geld der Bürger geht manchmal, dann sage ich, hier haben wir den Vorteil zu wissen, welcher Betrag, nämlich 1 Milliarde, die dafür vorgesehen wird. Und wir können stolz sein, diesen Betrag dem Pflegepersonal zuzusprechen für die Ausbildung. Dann geht es um die Rahmenbedingungen. Achtung, nochmals, wir müssen wachsam sein. Denn die Initiative, meine Damen und Herren, vermischt Dinge in der Art und Weise, wie sie redigiert wurde. Und es bräuchte einen generelleren Rahmen. Man kann nicht alles ins Gleiche reinpacken, auch wenn ich natürlich respektiere, dass da sehr viele Unterschriften gesammelt wurden. Trotzdem können wir in der Verfassung nicht einen solchen Artikel integrieren. Wir bitten den Bund, direkt zu handeln, und natürlich ist die Gesundheit hauptsächlich in der Kompetenz der Kantone, und jeder Kanton hat seine Spezifizität, seine Bedürfnisse, und wir können auch jetzt nicht
den Bund bitten, hier plötzlich einzuschreiten, zum Beispiel, wo es um den Lohn geht oder die Arbeitsbedingungen der Pflegenden, sondern dieses, und das ist das Schöne an unserem System, geschieht über die Berufsverbände und der Bund hat da eine vermittelnde Aufgabe. Und wir müssen vorsichtig sein, meine Damen und Herren. Es ist auch logisch, das haben Sie in den Umfragen gesehen, mehr als 70% der Bevölkerung unterstützt die Initiative. Das ist normal, weil sie einen guten Titel hat und weil vielleicht die Leute gar nicht wissen, dass das Parlament und der Bundesrat einen Gegenvorschlag ausgearbeitet haben. Sie wissen das, aber ich erinnere Sie daran. Stimmen Sie Nein zur Initiative? Wenn Sie das tun, wird dieser Gegenvorschlag sofort zum Tragen kommen, wenn kein Referendum dagegen ergriffen wird. Und ich erinnere daran, der Gegenvorschlag hat den Vorteil, eine schnelle Lösung zu bringen. Und diese Lösung wird auch schnell Gelder freisetzen, damit im Pflegebereich mehr ausgebildet werden kann. Und sagen Sie absolut Nein zur Initiative, aber Ja zum Gegenvorschlag. Vielen Dank.